Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren CarPack Review zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, richtig gehört, CarPack, Porsche CarPack. Einerseits erstmal geil, Porsche, endlich. Ja, wir haben jetzt lang genug drauf gewartet, aber ja, keine Expansion Pack. Nochmal hier der Hinweis, es ist in Anführungsstrichen nur ein CarPack und hier auch gleich der weitere Hinweis, weil das immer so ein bisschen für, ja, ich sage jetzt mal Chaos in manchen Köpfen sorgt. Dieses CarPack ist das erste CarPack, welches nicht im Autopass enthalten sein wird. Der Autopass ist vorbei, da sind alle 6 CarPacks bereits erschienen, ab jetzt kostet es wieder Geld. Und da sind wir auch schon beim Geld, das Ganze wird 6,99 kosten und wird 7 Porsche-Modelle plus ein Scheunenpfund beinhalten. Und genau diese Fahrzeuge werden wir jetzt in diesem Review durchgehen. Die Abfolge wird so sein wie in meinen CarPack-Reviews üblich. Wir werden erstmal einen Schnelldurchlauf machen, gucken erstmal, was für Fahrzeuge überhaupt drin sind. Danach werden wir ins Spiel springen, die ganzen Fahrzeuge nochmal genauer anschauen. Ich werde ein paar Details zu den Fahrzeugen sagen. Wir werden gucken, was ist denn tunbar, also was kann man denn dran ändern an den Fahrzeugen. Und werden eine ganz, ganz kurze, kleine Testfahrt machen. Und ja, am Ende werde ich einfach so versuchen, ein Fazit zu ziehen, eine persönliche Meinung zum CarPack zu formulieren. Und da lade ich natürlich auch dich recht herzlich dazu ein, an die Leute, die ja durch das Review vielleicht einen Eindruck sich bilden konnten oder selber das CarPack schon haben, können sehr, sehr gerne in den Kommentaren selber ihre Meinung dazu schreiben, ob sie den Preis von 6,99 gerechtfertigt finden oder eben nicht. Und da auch wieder der Hinweis, es sind persönliche Meinungen, das hat nichts damit zu tun, was richtig oder falsch ist. Deswegen ist ja im Prinzip keine Aussage falsch. Des Weiteren möchte ich aber noch, bevor wir jetzt hier gleich durch die einzelnen Modelle springen, noch was weiteres loswerden. Mit dem Porsche Pack kam auch ein weiteres Content-Update. Unter anderem haben wir nämlich 20 neue Felgen ins Spiel bekommen. Unter anderem von Hersteller wie Borbert, Boyd, Cutting, Brabus, Dub, D-Mac, Hollybrand, was gibt's noch? Holeshot, iForged, König, Mickey Thompson und Rocha Felgen. Ja? Also einige weitere Hersteller, 20 neue Felgen insgesamt. Finde ich auch cool, dass da auch ein bisschen was erweitert wird. Also ja, nicht schlecht. Ja, ich würde aber sagen, wir beginnen mal mit dem Porsche-Pack und welche Porsche denn mit ins Spiel gekommen sind. Und da muss man sagen, es haben sie 7 neue Porsche-Modelle in der Horizon-Reihe. Also das heißt, die Porsche, die wir in diesem Pack bekommen, die haben wir alle noch nicht in einem Forza Horizon gehabt. 5 davon allerdings schon, beziehungsweise 5 davon sind komplett neu, so muss ich es formulieren. Und 2 davon von diesen 7 Fahrzeugen, die hatten wir schon in Forza Motorsport 6. Aber trotzdem, immerhin 5 komplett neue Porsche im Forza-Franchise. Und wie gesagt, alle 7 komplett neu in ja, den Horizon-Teilen. Wir gehen mal schnell durch, beziehungsweise hier ist nochmal so eine Seitwerbung an für den Forza Racing Championship. Die Forza RC ist jetzt der Partner auch Porsche, denn Microsoft hat eine neue sechsjährige Partnerschaft mit Porsche angekündigt. Also das heißt, in den nächsten 6 Jahren wird wohl einiges in Verbindung mit Forza und Porsche noch kommen. Und des Weiteren, ja, gibt es, glaube ich, hier nicht viel dazu zu sagen. Also, wen das interessiert, ich verlinke euch mal den Artikel, selbstverständlich dem Porsche-Pack, den Trailer zum Porsche-Pack und auch hier zu Forza RC verlinke ich euch das einfach auch mal, für wen es interessiert. Allerdings, das findet in Forza Motorsport 6 statt, also, nur für die Leute, die das interessiert. So, jetzt gehen wir aber durch, was wir denn drin haben und ja, es fängt eigentlich mit dem wahrscheinlich krassesten Fahrzeug hier im Pack an, und zwar mit dem 2016er Porsche 911 GT3 RS 991.1, wenn ihr so wollt, Baureihe. Übles Fahrzeug, aber mehr Details gibt es dann gleich, wenn wir in die Garage springen. Des Weiteren mit dabei der 2016er Porsche Cayman GT4, wenn man so will, der kleine Bruder des GT3 RS. Dann weiter im Spiel oder beziehungsweise im Pack enthalten der 2017er Porsche Panamera Turbo und damit vom Erscheinungsjahr das auf jeden Fall modernste Fahrzeug im Pack. Des Weiteren haben wir mit dabei den 1973er Porsche 911 Carrera RS.
Ich würde es eher Porsche 911 Carrera RS 2.7 nennen, aber dazu auch weitere Details gleich in der Garage. So, dann haben wir noch mit dabei den 1995er Porsche 911 GT2 993 Baureihe, kann man hier auch gleich schon mal dazu erwähnen. Dann haben wir noch mit dabei der 1955er Porsche 550A Spider oder auch bekannt als Giant Killer. Und last but not least haben wir noch im Porsche Pack folgendes Fahrzeug mit drin, den 1960er Porsche 718 RS 60. Das war es aber allerdings noch nicht mit dem Porsche, weil ich denke mal, bei Porsche, da gehören noch einige mehr Modelle einfach dazu. Ich meine, da fragt man sich, wo ist der 918? Ne? Und das kann man auf der nächsten Seite hier beantworten, und zwar beim Forzaton. Nämlich, wir kriegen in diesem April vier weitere Porsche-Fahrzeuge über den Forzaton. Und das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, dieser Hinweis. Es ist unabhängig davon, ob man dieses Porsche-Pack gekauft hat oder nicht. Das heißt, die Porsche kann jeder gewinnen. Ja? Und das ist cool, man kann gewinnen unter anderem den Porsche 911 GT3 RS 4.0. Man kann gewinnen eben den gerade angesprochenen Porsche 918 Spider. Man kann gewinnen den Porsche 959 sowie auch den Porsche 911 Turbo 3.3. Plus, wir haben ja nochmal den Scheunenfund, also kommt nochmal ein Fahrzeug dazu. Ich weiß schon, welches das ist, verrate ich jetzt aber nicht, das gucken wir nachher. Ich denke mal, den Scheunenfund werden wir im Laufe des Reviews auch noch schnell ergattern. Und es ist jetzt auch schon bekannt, dass das dann trotzdem immer noch nicht alle Porsche waren. Ja, nämlich es soll auch im Mai und Juni und so weiter in weiteren Forzatons und vielleicht auch anderen Events weiterhin noch Porsche zu gewinnen geben. Denn, ja, da fehlen immer noch so Porsche wie zum Beispiel ein Macan, ein Cayenne, natürlich, der Carrera GT, das V10 Monster von Porsche fehlt auch noch, genauso wie ein Turbo, beziehungsweise der Turbo S. Und ich glaube, das sind gerade diese vier Fahrzeuge, die ich gerade genannt habe, ich glaube, die werden alle noch reinkommen ins Spiel. Also deswegen, ja, wir werden, glaube ich, in den kommenden Monaten auch hier in Forza Horizon 3 weiterhin mit Porsche versorgt werden. Da mache ich mir auch gar keine Gedanken. Wo ich mir jetzt aber Gedanken drum mache, ist, um die Fahrzeuge, die jetzt tatsächlich unter anderem neu mit ins Forza-Franchise gekommen sind, beziehungsweise hier in die Horizon-Reihe. Und ich würde sagen, gar nicht viel schnacken. Wir fangen jetzt an mit den einzelnen Fahrzeugen in der Garage. Ein Fahrzeug habe ich mir schon gegönnt, und zwar dieses hier, das älteste Fahrzeug hier im Pack, nämlich der Porsche 550A Spider oder auch bekannt als Giant Killer. Giant Killer, da gibt es, ich weiß nicht, die offizielle Bedeutung, glaube ich, ist, dass dieses Fahrzeug, erstes Mal, das zur Klarstellung, das ist ein Rennfahrzeug. Ich meine, wir haben jetzt hier zwar ein Horizon-Nummernschild dran, aber das ist ein Rennfahrzeug und ist auch, muss man dazu sagen, der erste Porsche, der speziell für den Rennsport entwickelt wurde. Ja, das ist kein Straßenfahrzeug, was dann im Motorsport eingesetzt wurde, sondern das Fahrzeug ist von Grund auf ein Rennfahrzeug. Und es war sogar sehr, sehr erfolgreich. Und was aber sehr besonders an dem Fahrzeug war, ist, dass es relativ klein und leicht war im Vergleich zur Konkurrenz. Die Konkurrenz mit großen Motoren, ja, während hier in oder Porsche auf einen 1,5 Liter Boxer 4 Motor gesetzt hat, der gerade mal nur 1000 PS hatte, aber das Fahrzeug wog auch nur namensgebend 550 Kilogramm. Deswegen 550 Spider. Also wie gesagt, war halt durch sehr leicht, sehr wendig, ja, das ist ja Gesetz der Physik, also wenn ein Fahrzeug halt leicht ist, kann es schnell beschleunigen, beziehungsweise auch schnell in den Kurven, und das war halt in der damaligen Zeit, als die Fahrwerkstechnik noch nicht allzu hoch war, natürlich sehr gut, und dadurch hat der kleine Porsche die Großen quasi besiegt und somit halt der Giant Killer. Des Weiteren ist aber auch so, dass ein Schauspieler, der James Dean, auch so ein Fahrzeug gefahren ist, und sein letzter Film, den er gemacht hat, hieß Giant. Und James Dean ist leider aber in einem Rennen verstorben. Und vielleicht, es klingt ein bisschen makaber, aber vielleicht ist deswegen auch Giant Killer. Aber ich glaube, der Giant Killer, der Ursprung kommt daher, weil dieses kleine Fahrzeug die Großen quasi auf der Strecke gekillt hat. Gut, das zu den Details zu diesem Fahrzeug. Also wie gesagt, alter Rennwagen oder beziehungsweise der erste Porsche, reine Porsche-Rennwagen, so muss man es formulieren. Wir gucken mal, was wir denn upgraden können. Das Fahrzeug hatten wir übrigens schon in Forza Motorsport 6. Da durften wir das Fahrzeug schon fahren und hatte da sehr viel Spaß gemacht, muss man ganz klar sagen. So, wir können einmal auf einen 2,7 Liter Flat 6, also quasi auf einen Boxermotor, der 2,7 Liter, das ist auch der Motor, das kann man schon mal vorwegnehmen, den wir dann nachher auch im Carrera RS haben, und deswegen heißt der Carrera RS auch Carrera RS 2.7 ungefähr, aber das werden wir nachher nochmal sagen, wenn wir beim Carrera RS sind. Dann haben wir noch einen 2 Liter ebenfalls ein Flat 4 in dem Fall, also ein, also F4 heißt Flat 4, also flach und damit Boxermotor, also ein Boxer 4 Turbo,
Dann haben wir noch ein 1,6 Liter i4, ist dann quasi Inline 4, also rein 4-Zylinder Turbo-Rallye-Motor, kann man auch einbauen. Also Motorenauswahl für diesen kleinen Flitzer gibt es auf jeden Fall auch. Wir können beim Serienmotor, beziehungsweise wir können allgemein auf Allrad umbauen, beziehungsweise im Serienmotor könnten wir auf einen Single-Turbo oder einen Kompressor wechseln. Das ist auch schon mal interessant. Also hier auch nochmal der Hinweis, vielleicht wäre der ein oder andere, der zum ersten Mal hier in so ein Review reinschaut, ja, ich werde nichts umbauen. Wir werden nur gucken, was möglich ist, werden auch das Ding serienmäßig kurz testfahren und ja, nur so als Hinweis. Und wer jetzt vielleicht das noch nicht so mitbekommen hat, in der Videobeschreibung ist auch quasi so eine Art Inhaltsverzeichnis, wann was kommt. Das heißt, falls dich das ein oder andere Fahrzeug nicht interessiert, dann kannst du einfach ganz einfach per Timecode das Ganze überspringen, kannst auch deine eigene Reihenfolge der Fahrzeuge machen. Also, ja, das kannst du machen, wie du willst. Oder halt eben, wie gesagt, ein Fahrzeug auslassen, falls es dich nicht interessiert. So, Gewichtsreduktion geht tatsächlich gar nicht. Würde mich aber auch wundern, das Fahrzeug ist ja schon eigentlich nichts. Ja, ansonsten kann man am Motor eigentlich so einiges machen. Also Nockenwelle, Auspuffanlage und so weiter. Also da kann man schon einiges rauskitzeln. Ich würde jetzt aber sagen, wir gehen einfach mal auf die Straßen, gucken uns das Ganze mal an, wie sich denn der kleine Giant Killer, der Riesentöter oder Riesenkiller so fährt. Und wie er klingt vor allem. Ja, er ballert auf jeden Fall schon mal hinten raus. Mein Motor ist jetzt nicht allzu krass. Ich würde mal kurz sagen, ich port mich mal kurz irgendwo in die Prärie. In der Nähe vielleicht von hier von Yarra Valley. Weil da hat man dann einfach in der freien Landschaft. Ist vielleicht ein bisschen besser wie in der Stadt. Und dann würde ich mal sagen, gebe ich mal ganz, ganz kurz den vollen Spielsound und ich halte mal kurz die Klappe, dann kannst du, besser gesagt, den Sound viel besser einfangen und das werde ich dann auch bei den kommenden Modellen, die wir gleich angucken werden, auch mal machen. Deswegen, ja, hört mal kurz rein, wie denn der 1,5 Liter Vierzylinder Boxermotor denn so klingt. Ja, kann man auf jeden Fall anhören, würde ich jetzt einmal an der Stelle sagen. Ja, man muss natürlich dazu sagen, ist halt ein altes Rennfahrzeug. Wir haben aber ja auch einige ältere Rennfahrzeuge hier mit im Spiel. Und daher passt es ja, dass die auch damit dabei sind. Außerdem ist es ja ein Stück weit Porsche-Geschichte. Also finde ich schon ganz cool, dass er mit auch drin ist. Ob man den jetzt unbedingt im Porsche-Pack gebraucht hat, ist natürlich jetzt fraglich. Einerseits ist aber ja auch die Marschroute von Playground Games, Schrägstrich Turn 10, dass in den Car-Packs nur Fahrzeuge sind, die neu in Forza Horizon sind. Und deswegen haben sie halt vielleicht auch nicht mehr Fahrzeuge zusammengekriegt. Man weiß es nicht, man kann da jetzt viel munkeln. Ich denke, es ist trotzdem okay und ich denke, vor allem tuning-technisch ist da einiges rauszuholen. Habt ihr ja gesehen, allein durch die Motor umbauen. Da sehen wir schon weitere Porsche-Modelle rumfahren. Ja. Ich denke mal, solche Fahrzeuge gut zum Cruisen, kann man die auch nehmen natürlich, aber ich denke mal, in erster Linie muss man da halt natürlich einiges tunen und dann wird man da halt seinen Spaß haben. Was halt sehr geil ist, ist vom Handling-Modell, das war aber auch schon bei Forza Motorsport 6 oder dort finde ich noch deutlicher zu spüren, weil es doch ein bisschen mehr Anspruch hat von der Fahrphysik, dass das Fahrzeug sich doch schon sehr fährt wie so ein älteres Fahrzeug, einfach auch von den Reifen, vom Fahrwerk und so weiter. Das haben sie schon, finde ich, sehr authentisch umgesetzt. Und ja, wie gesagt, da kann man halt tuningtechnisch, da ist einiges möglich und ist auf jeden Fall sicherlich interessant. So, ich möchte gar nicht so viel Zeit verlieren, denn wir haben noch einige Fahrzeuge vor uns und deswegen springen wir schon mal direkt wieder zurück zum nächsten Fahrzeug. Und da können wir schon mal so viel sagen, wir machen jetzt genau da weiter, wo wir gerade aufgehört haben, nämlich bei älteren Porsche-Rennwagen. Und zwar kommen wir jetzt zum 1960er Porsche 718 RS 60. Und dem einen oder anderen wird jetzt, denke ich mal, einfallen oder auffallen, so Porsche 718, das sagt mir doch irgendwie was. Ja, korrekt, richtig, die neuen
Cayman bzw. Boxer Modelle heißen ja jetzt auch 718 und ja, der ist quasi der Schuldige. Ich hole den uns oder ja, ich hole den mal ganz kurz ab. Und dann kann man dazu auch schon mal sagen, warum. Erstens mal optisch finde ich, so eine Grundoptik ist schon mal ähnlich da, wie bei zum Beispiel einem Boxster. Muss man sagen, sieht so ein bisschen aus wie so ein Boxster-Spider, wenn man möchte. Und es liegt einfach daran, dass die neuen 718-Modelle, also Boxster und Cayman, haben ja jetzt einen nicht mehr einen 6-Zylinder-Boxermotor, sondern einen 4-Zylinder-Boxermotor. Und genauso wie der 550, den wir gerade hatten, hat auch der Porsche 718 R60, also dieser hier, hat eben auch einen 4-Zylinder-Boxermotor und das nämlich als Mittelmotor. Genau, im Prinzip das gleiche Antriebskonzept wie eben jetzt die neuen 718, also neue Cayman- und Boxer-Modelle. Und das war quasi sozusagen das Vorbild. Und deswegen heißen auch die neuen 718 an Anlehnung an dieses Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug ist auch der tatsächlich direkte Nachfolger des Porsche 550, den wir gerade eben gesehen haben. Und dieses Fahrzeug war im Motorsport sogar noch erfolgreicher, als es der 550 war. Also ein sehr, sehr erfolgreiches Fahrzeug. Vielleicht auch noch ein paar Details hierzu. Dieses Fahrzeug gab es auch als One-Seater, also als Einzelsitzer-Variante für die Formel 2 und die Formel 1 tatsächlich. Also ja, das muss man sich mal vorstellen. Das gibt sogar Bilder auf Wikipedia, müsst ihr mal schauen. Das Teil gab es auch in verschiedenen Ausführungen. Ja, das war dann vielleicht zu den technischen Details. 4-Zylinder habe ich schon gesagt. 1,6 Liter haben wir jetzt hier drin, 160 PS, 548 Kilogramm. Das heißt, wir sind sogar noch mal etwas leichter, haben aber 60 PS mehr. Gut, wir sind auch ein paar Jahre später dran, 5 Jahre später. Da kann auch ein bisschen Entwicklung da sein. Höchstgeschwindigkeit 260 km/h für die damalige Zeit. Das ist schon echt extrem. Unter anderem die Erfolge dieses Fahrzeugs waren die 12 Stunden von Sebring, die Targa Florio und unter anderem hat dieses Fahrzeug die europäischen Bergmeisterschaften dreimal in Folge gewonnen, also von dem her schon echt übel. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz rein, ihr seht, das ist ja auf jeden Fall Motorsport, das ist nicht für die Straße gedacht, ja gut, in Horizon ist es dann schon für die Straße gedacht, aber ja, da sehen wir auch das ganze Zusatzlicht, Licht, Zündung, ja, also sehr, sehr cool. Aber auch dieses Fahrzeug, wie schon bereits der 550A Spider, hatten wir schon in Forza Motorsport 6 mit drin. Aber ja, es wiederholt sich. In Forza Horizon ist er jetzt neu dabei. Wir gucken auch in den Upgrades. Ich denke mal, da werden eher ein ähnliches Bild sehen, schätze ich mal. Ja, wir haben auch den 2,7 Liter Boxermotor, den 2 Liter Turbo 4-Zylinder-Boxermotor, den 1,6 Liter rein 4-Zylinder Turbo Rally und jetzt noch neu mit dabei haben wir hier den 3,2 Liter rein 6-Zylinder. Haben wir auch noch zur Auswahl. Des Weiteren können wir auch hier wahrscheinlich auf Allrad umbauen, so ist es. Genauso wie ein Single-Turbo oder ein Kompressor draufschrauben, das ist sehr ähnlich. Ich meine, da liegt jetzt auch nicht so viel Unterschied zwischen den beiden Modellen. Ups, da, das können wir schon noch angucken, auch wenn das immer dasselbe ist. So, und ja, Reifen ist auch wieder ein interessantes Thema, da kann man natürlich auch einiges machen. Interessanterweise muss man sagen, meistens ist es so, wenn man ja von älteren Reifen auf die nächste Stufe entwickelt, dann ist es immer ein extremer Sprung, weil es quasi halt alte Reifen zu modernen Straßenreifen. Aber guck mal hier den Handling-Sprung an, der ist super gering. Bremsen ja, aber Handling super gering. Und das zeichnet einfach schon mega dieses Fahrzeug aus, dass der Sprung gar nicht so gewaltig ist bei diesen Reifenmischungen. Also ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Reifenbreite können wir von 195, 235 vorne, hinten können wir von 215 auf 255. Und das sieht dann schon böse aus bei dem kleinen Fahrzeug. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, neuen Felgen habe ich ja schon angekündigt. Da können wir, ich weiß nicht, weil da jetzt gerade neue Felge so schnell auf die Schnelle finden. Ich glaube, Dümag, ne, den hatten wir, glaube ich, aber schon. Bin mir nicht sicher. Also ich glaube, die Felgen sind zum großen Teil, hatten wir die auch in anderen Teilen schon. Also sie sind jetzt nicht so richtig neu. Da, König sind neu. Ich glaube, die sind neu da. Bin mir selber nicht ganz sicher. Es sind 20 neue auf jeden Fall. Das kann man schon mal nochmal erwähnen an der Stelle. So, das war dann. Gucken wir mal hier rein. Hier können wir auch. Gewichtsreduzierung ist auch hier nicht möglich. Gutes Fahrzeug ist hier auch noch leichter. Ja, auch auf Fahrwerk ist nicht möglich. Und beim Motor ist sogar weniger möglich tatsächlich als beim 550. Aber ja, passt eigentlich trotzdem soweit. Also ich denke, hier ist auch einiges tuning-technisch drin. Und da kann man auch einiges rausholen. Allein durch die Motorswaps, die man machen kann, ist das natürlich schon mal eine super Sache. Wir fahren auch hier mal ein bisschen
Beziehungsweise wir machen auch hier gleich mal den Soundcheck. Da dürfte der Sound tatsächlich ein bisschen anders klingen. Zumindest war es so in Forza Motorsport. Und ich gehe mal davon aus, dass sie die Sounds zum größten Teil auch übernommen haben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da neue Sounds abgemischt haben. Zumindest nicht für die Modelle, die es eben bereits schon gab. Ich fahre mal ein bisschen weg vom Festival. Weg von den tobenden Mengen. Und dann hören wir auch hier mal rein, wie das Ganze denn so klingt. Raus. Er dreht halt auch sehr hoch, hier bis 9000 Umdrehungen. Das ist natürlich schon mal eine Ansage, auch für die damalige Zeit. Und ja, man merkt auch schon direkt die Unterschiede zwischen beiden Modellen. Aber diese 60 PS mehr bei ja, nahezu gleichem Gewicht, bessere Fahrwerkstechnik, das ist schon nochmal ein deutlicher Sprung. Und auch hier merkt man allerdings die ältere Fahrwerkstechnik dem ganzen Fahrzeug an. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, in Forza Motorsport hat man das schon deutlicher wahrgenommen. Diese Unterschiede hier muss man das schon mehr rausfiltern, sage ich jetzt mal, um das zu spüren. Aber man spürt es und das macht es auf jeden Fall sehr authentisch. Und wie gesagt, dieses Fahrzeug ist halt auch ja, tunbar natürlich in allen Ecken und Enden. Und ich denke mal, da kann man auch was richtig Cooles rauszimmern, wenn man es denn möchte. Aber auch so zum einfach mal rumcruisen mit so einem alten Rennwagen durch zum Beispiel die australischen Regenwälder. Warum nicht? Und ja, ich finde es halt geil, wie das Fahrzeug sich so fährt in den Kurven, so dass der Arsch so ein bisschen mit einsackt und so weiter. Also typisch wie so ein alter Rennwagen. Das macht schon Laune. Und ja, wie gesagt, wir haben ja einige andere ältere Rennwagen hier von anderen Herstellern, wie unter anderem auch Ferrari und so weiter, hier mit im Spiel. Also von dem her so alleine steht oder stehen die beiden Modelle jetzt nicht da. Also von dem her alles supi. Ja, macht auch Spaß zu fahren, muss ich sagen. Also das wenige Gewicht merkt man natürlich schon deutlich. Also im positiven Sinn merkt man das deutlich. Und ja, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, ich würde mal sagen, wir machen auch hier direkt weiter zum nächsten Fahrzeug. Und deswegen springen wir auch hier zurück zur Automesse. So, dann muss ich gerade mal gucken. Ich habe ja wieder das ganze Zeug ein bisschen vorbereitet. Was gucken wir uns denn als nächstes an? Oh, da gucken wir uns was sehr, sehr Tolles an. Ja, es ist alles sehr, sehr toll. Ja, also, by the way, für die Leute, die es nicht wissen, die vielleicht tatsächlich zum ersten Mal hier auf dem Kanal einschalten, ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich bin mega Porsche-Fan. Ich halte den Hype gerade aktuell noch etwas zurück, aber ich glaube, jetzt kommen die Modelle, die wir noch nicht in Forza hatten. Und ja, jetzt wird es schon richtig cool. Ja, also quasi der 718 und jetzt auch der 550, den kannte ich jetzt halt schon. So, das ist jetzt, ja, das ist jetzt so zum Warmwerden, war es okay. Und jetzt geht's aber richtig los. Jetzt kommen die richtig krassen und auch komplett neuen Modelle in Forza. Und ja, das nächste Fahrzeug, was wir uns anschauen werden, ist nichts anderes als der 1995er Porsche 911 GT2. Den holen wir uns jetzt erstmal ab. Und der sieht ja auf den ersten Blick schon richtig böse aus. Und jeder, der sich ein bisschen mit Porsche beschäftigt, weiß, GT2 ist natürlich echt eine üble Sache. Und ich muss sagen, ich glaube, ich nehme den in dem Blau. Hat so ein bisschen was von dem Miami Blue, so was es ja gibt mittlerweile bei Porsche. Den nehme ich jetzt mal. Doch, komm. Wobei, gelbes Auge, also ein bisschen. Ja, egal. Also, ich mache jetzt hier groß keine Entscheidung im Review. Wir nehmen jetzt einfach irgendwas. So, also, GT2, für die Leute, die nicht wissen, was ein GT2 ist, einfach zur Erklärung. Der 911 Carrera, also das normale 911 Standardmodell, hatte immer oder gibt oder davon gibt es eine krassere Rennversion. Und das ist der GT3. Während es aber beim 911 auch einen Turbo gibt, also die krasseste Power-Variante ist ja der 911 Turbo, davon gibt es aber auch nochmal eine krassere Variante oder beziehungsweise eine scharf gemachte Variante. Und das ist der GT2. Also nochmal kurz zusammengefasst, was der GT3 zum 911 Carrera ist der GT2 zum 911 Turbo. Hier ist allerdings der Unterschied, muss man ganz klar sagen, anders als das
beim Turbo, bei den neueren Turbo-Modellen hat man ja Allrad, das hat man beim GT2 nicht, der hat Heckantrieb. Ja, das ist der große Unterschied, aber vom Motor her passt, das ist ein Turbomotor, beziehungsweise es wird der Turbomotor des Turbos genommen, nur nochmal ein bisschen mehr Power gegeben und natürlich, ihr seht, auch schon bei diesem Modell, wir können mal kurz gucken, ja, einfach brutaler gemacht, man sieht auch diese Verbreiterung, die damals auch üblich waren, die, mit diesen Vernietungen, dass man das so gemacht hat und all dieser extreme Heckflügel und ja, das ist schon richtig übles Teil. Man muss auch hier dazu sagen, wir haben jetzt hier den 911 GT2 von 1995 und das ist damit auch der erste GT2, den es je gab, Baureihe 993. Das heißt, ja, das ist der erste seiner Art und das Ziel damals war tatsächlich, oder es diente damals tatsächlich als Homologationsfahrzeug für Rennboliden und deswegen wurden auch nur von diesem Fahrzeug hier 172 Exemplare nur gebaut. Das heißt, das Fahrzeug ist eine echte Rarität. Und vielleicht auch mal kurz zu ein paar technischen Daten zu diesem Fahrzeug. Das ist nämlich auch sehr interessant. Wir haben hier bereits schon einen 3,6 Liter Sechszylinder Turbo-Boxermotor drin, der, jetzt haltet euch fest, 430 PS und 540 Newtonmeter Drehmoment liefert. Das Ganze auf ein Leergewicht von 1295 Kilogramm und ich finde es schon sehr, 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 sehr beeindruckend. 430 PS für die damalige Zeit in so einem Porsche ist schon übel. Auch die ja, Beschleunigungsdaten sprechen für sich. 3,9 Sekunden von 0 auf 100 und 296 km/h Topspeed, also fast 300 km/h trotz dieses mega Heckflügels, was da verbaut ist, ist schon echt, echt heftig. Die Rennversion dieses Fahrzeugs, die übrigens den Namen 911 GT2R hatte, hatte sogar, jetzt kommt's, 450 bis 485 PS und 665 Newtonmeter. Das ist schon echt übel. Später, 1998, um das zu ergänzen, kam noch eine Facelift-Variante raus, die dann also quasi die Serienversion schon 450 PS hatte und 585 Newtonmeter. Und da muss man auch gleich dazu sagen, der 98er, also das Facelift GT2 Modell, war auch dann der letzte luftgekühlte 911 GT2 mit dem 996 GT2, der ja dann danach kam. Der war dann wassergekühlt. Ja, also der ist natürlich logischerweise dann auch luftgekühlt, also das Nicht-Facelift Modell. Aber dass ihr da auch Bescheid wisst. Weiterer Side-Fact an dieser Stelle ist noch, es gab noch die stärkste Rennversion von diesem Fahrzeug, der 95 bis 97 eingesetzt war und es war ein ja, Porsche 911 GT2, der mit 2 KKK Turbolader ausgestattet war und der hatte den Namen 911 GT2 Evolution. War auch ein Kundenfahrzeug, muss man ganz klar sagen. Also die 911 GT2s wurden für den Kundensport zur Verfügung gestellt oder verkauft. Und eben dieser GT2 Evolution oder Evolution hatte 600 PS für die damalige Zeit. Das müsst ihr euch vorstellen. 600 PS und deswegen hatte natürlich Porsche dicke Hosen, ja, oder dicke Eier, wie ihr wollt. Und deswegen ist dieses Fahrzeug tatsächlich in der GT1-Klasse gegen unter anderem einen F40 Competition oder Competizione und gegen einen McLaren F1 GTR angetreten. Und die hatten ja um die 700 PS. Trotz 100 PS weniger hat er dagegen angestunken. Und ja, das ist schon respektabel. Aber ja, genug Details. Ich möchte euch damit jetzt auch nicht zuwerfen. Fahrzeug, wie ich finde, mega geil. Also 993 Baureihe sowieso. Mega geile Baureihe. Und dann der GT2, hey, guckt euch das böse Ding mal an. Ja, und der konnte man so kaufen, ja, für viel Geld, muss man aber auch sagen, für sehr viel Geld, ich glaube, fast 300, also zwischen 200, ich habe es nicht genau im Kopf, zwischen 200 und 300.000 D-Mark, das ist halt schon viel für die damalige Zeit, aber war auch eine echte Rarität. So, wir können Upgrades, und man sieht schon da eine 1, wir können hier anscheinend einen großen Umbau machen. Wollen wir den gleich hier gucken? Ja, komm, wir gucken hier mal rein und wir sehen es. RWB Rauwelt. Sehr geil. Ich meine, der hat ja schon so mehr oder weniger Breitbau, aber bam! Bam! Gut, okay, da ist noch ein Fehler. Upgrade Preset Package Unknown. Okay, also normal würde hier ein Beschreibungstext stehen, aber wir können hier einen mega geilen RWB umbauen. Mega geil. Ja, also der ist ja so schon böse. Und ja, und Anlehnung eigentlich an diesen GT2, muss man sagen, sind ja auch mehr oder weniger diese RWB-Bodykits. Aber ihr seht, die sind noch ein bisschen breiter, noch ein bisschen böser, aber sehr geil. Noch dieser Flügel hinten drauf. Nice. Ja, es war ja schon länger so bekannt, dass RWB reinkommt. Da es in den Credits, in den Spielcredits stand es ja drin schon.
Und ja, wir können tatsächlich hier einiges umbauen. Wir können aber auch Motoren umbauen. Wir können auch offen hier, oder wir können viel besser hier auf einen 4-Liter Boxer 6-Zylinder-Motor umbauen. Das dürfte 368 kW, 460 Newtonmeter. Ja, das dürfte auf jeden Fall ein GT3-Motor sein. Nur jetzt von welchem, das muss man jetzt nochmal genauer nachgucken. Mit 460 Newtonmeter, das könnte vom GT3 4.0 sein. Oder ist es sogar vielleicht sogar schon vom GT3 RS? Das müsste man, könnte auch vom GT3 RS sein. Der hat auch 4, oder warte mal, muss ich gerade mal gucken. Nee, das müsste vom GT3 RS 4.0 sein, also von der 997-Baureihe, schätze ich mal. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, wie viele Newtonmeter der noch hatte, habe ich mir nirgends notiert. Des Weiteren kann man noch einen 6,2 Liter V8 einbauen aus dem AMG Black Series. Gut, auch mal eine interessante Umbaumöglichkeit für so ein Fahrzeug. Ja, Antrieb, wir könnten auf ein Allrad umbauen. Und dann haben wir hier eben nochmal das Bodykit, was wir hier nochmal einzeln draufsetzen können, damit wir die Teile einzeln tunen können. So, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, ja, so eine Lippe dazu zu machen. Ja, könnte man machen, wenn man will. Oder halt hier den Flügel. Das ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also da haben sie mal einen Forza-Flügel gemacht, der auch mal passt. Ja, mal Respekt an Turn 10 Playground Games, dass sie auch mal an sowas gedacht haben. Ja, Reifen, auch interessant. Da gibt es richtig viel. Gibt es Straßen, Sport und dann die verschiedenen Rennreifenmischungen wie Offroad. Dann Reifenbreite können wir von 235 auf 265. Wir werden gleich beim Bodykit auch nochmal gucken. Da geht normalerweise noch ein bisschen mehr. Da können wir von 305, also können wir auf 325 hinten, was ja so schon ganz krass ist. Wir bauen aber mal ganz kurz das Bodykit ein. Und dann müsste nochmal mehr Reifenbreite gehen. Zumindest war es bis jetzt immer so bei den anderen Modellen. Ja, da können wir vorne auf 305 und hinten, jetzt bin ich gespannt, auf 365. Das ist halt schon echt übel. Oh, ich freue mich schon so auf die kommenden Let's Play-Folgen. Also an die Leute, die die Let's Plays noch nicht gesehen haben oder jetzt, wie gesagt, neu hier mit unter anderem auf dem Kanal sind. Ja, guckt mal bei den Let's Plays vorbei. Da werden wir die Porsche nochmal deutlich und ausführlicher sehen. Das ist doch klar. So, da können wir noch ein bisschen was umbauen. So, hier können wir, ja, modernere Rennreifen, Rennbremsen verbauen. Federdämpfer können wir das Ding nochmal ein bisschen tiefer legen. Alter, das ist, halt, wow, ist das geil. Ja, also, ihr merkt schon, so langsam kommt der Hype ein bisschen bei mir auf. So langsam werde ich wach hier. Ich muss auch dazu sagen, ich nehme das Ganze am Tag, wo dieses Video veröffentlicht wurde, nehme ich das am Morgen früh auf, extra für euch, weil es gab am Anfang kleine Probleme. Man konnte nämlich die Fahrzeuge nicht direkt kaufen und deswegen musste ich jetzt auf den nächsten Tag warten, um dieses Review aufzunehmen. Deswegen bin ich noch ein bisschen müde. Deswegen, aber so langsam werde ich wach. So langsam werde ich wach. Gewichtsreduzierung geht auch. Auf 1,1 Tonnen könnte man es runtersetzen. Und am Motor, am Serienmotor kann man auch einiges machen. Unter anderem auch die Twin Turbos kann man hochprügeln. Sehr, sehr, sehr geil. Auch der Hubraum, der 3,6 Liter, könnte man auch selber auf einen 4 Liter machen. Sehr, sehr gut. Auch hier Nockenwelle und so weiter. Ah, das ist schon geil. Also da kann man richtig viel upgraden. Das gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Freue ich mich drauf, dieses Fahrzeug im Let's Play dann nach vorne zu kriegen. Jetzt, so, jetzt stehen wir hier bei Byron Bay, okay. Auch nicht schlimm. Ja, und der Sound, was man jetzt schon mal hört, klingt schon sehr gut, aber ich gebe euch natürlich auch gleich die volle Dröhnung, das ist doch klar. Und ja, an diesem Blau sieht schon geil aus, muss ich sagen. Gefällt mir schon echt nice. Nice, 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 nice. So, dann stehen wir mal hier hin, machen wir ein bisschen so Berganfahrtest und ja, hören wir mal rein. Ich würde sagen, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Und ja, Porsche 911 typisch hat man natürlich trotz dieser extremen Leistung, kommt man einfach vom Start richtig gut weg, weil der Motor halt auf der Hinterachse sitzt und damit entsprechend auch ein bisschen nach unten drückt. Plus natürlich dann ab einer gewissen Geschwindigkeit. Dieser Heckflügel macht natürlich auch unter anderem seinen Sinn. Und das Fahrzeug fährt sich doch sehr, sehr gut. Und boah, das fährt sich richtig geschmeidig. Gut, okay, hier merkt man ein bisschen, dass der Motor eben auf der Hinterachse sitzt und nicht davor. Dass halt natürlich bei so schnellen Kurven der Arsch ein bisschen rumkommt, aber finde ich sehr gut kontrollierbar.
macht auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Und wie schon gesagt, da kann man tuningtechnisch, glaube ich, richtig viel Spaß haben. Auf der Bremse, da hat er jetzt ein bisschen Probleme gehabt. Aber Bremsen kann man unter anderem ja auch noch nachrüsten, hat man gesehen. Aber ja, das ist er hier, der Urvater der GT2-Boliden. Und ja, sind wir mal gespannt, ob auch mit der aktuellen Baureihe, die 991.2-Baureihe, die wir aktuell hier haben, ob da noch ein GT2 kommt. Es wird ja gemunkelt, es gibt ja schon so Erlkönig-Fotos eines sehr sportlichen 911ers, welcher nicht der neue GT3 ist. Also von dem her, wir könnten wohl noch einen neuen GT2 der aktuellen Generation erleben. Aber wie gesagt, der Ursprung hatte dieses Teil hier und das sieht schon, finde ich, sehr übel aus. Und vor allem, man sieht halt auch die Rennsport gehen. Und das vielleicht noch als weiterer Side-Fact am Ende zu diesem Fahrzeug. Ab der 996-Baureihe, also die Baureihe, die danach kam, war das Ziel oder war quasi die Intention hinter dem GT2 ist nicht mehr eine Homologation für den Motorsport. Das war nur quasi der Ursprung. Später waren ja die Modelle quasi einfach nur zum Verkauf gedacht. Und ja, das nochmal als Hinweis. Gut, auch hier muss ich leider, auch so gerne ich die ganzen Fahrzeuge deutlich länger fahren wollen würde, auch den Cut ziehen. Und wir springen zurück zum Festivalgelände und schauen uns das nächste Fahrzeug an. Sonst wird das Review viel zu lange. Es ist eh schon sehr lange, das Review. Aber ja, man muss halt irgendwie sich trotzdem spurten. Aber wie gesagt, falls jemand die Fahrzeuge nochmal länger sehen oder genauer sehen will, da verweise ich einfach auf das Let's Play. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren, finde ich, echten Highlight. Und zwar kommen wir jetzt zum 1973er Porsche 911 Carrera RS. Oder wie man, wenn man es vollständig sagen sollte, Porsche 911 Carrera RS 2.7, so müsste man das nämlich nennen. Die 2.7 kommt natürlich vom Hubraum, da haben wir nämlich einen 2,7 Liter drin. Und dieser, ja, 911 Carrera RS 2.7 war der erste seiner Art. Und wer sich ein bisschen mit Porsche auskennt, der weiß, Carrera RS ist, ja, mehr oder weniger, oder was ist mehr oder weniger, es ist der Vorgänger zum GT3. Ja, also das, was der GT3 heute ist, war damals der Carrera RS. Es gibt aber gewisse Unterschiede, wo man die beiden unterscheiden kann. Und das hat was mit der Kühlung des Motors zu tun. Nämlich ein 911 GT3 ist wassergekühlt, also ein wassergekühlter Saugmotor, während der Carrera RS ein noch luftgekühlter Saugmotor war. Ab dem Moment, als sie die Wasser gekühlt wurden, hieß der dann GT3. Das schon mal als Unterschied, aber im Grund- oder im Kerngedanke ist es dasselbe. Der Carrera RS ist halt quasi die Rennsport-Variante des Carreras, so wie ich es ja vorher schon erklärt habe, während der GT3 halt heutzutage die Rennsport-Version, wenn man so möchte, des normalen Carreras ist. Ja, Farbauswahl gibt es hier mehr als genug. Oh, das ist halt auch schon sehr geil. Ich glaube, ich nehme ihn in der Farbe. Ich finde es geil. Ich nehme ihn in der Farbe. So, ansonsten, ja, das ist schon mal zur Einsortierung für euch, dass ihr wisst, wo ihr den Carrera S einsortieren habt. Also quasi der alte GT3, wenn ihr so möchtet, oder der Ur-GT3, weil das war der erste seiner Art. Und auch hier war wie beim GT2, den wir gerade eben hatten, war die Intention dahinter, die Motivation von Porsche, eine Homologation für den Rennsport zu machen. Und deswegen wurde 500 Stück von diesem Fahrzeug, oder es war geplant, 500 Stück dieses Fahrzeugs zu bauen. Allerdings kam der so gut an, damit hat Porsche den Anfang selber nicht gerechnet. Und deswegen wurden dann um die 1500 Stück produziert und verkauft. Und ja, das war so quasi die Geburtsstunde des 911 Carrera RS und somit eigentlich auch des GT3. Und ja, was man auch dazu sagen kann, es war der erste 911er, der tatsächlich einen Heckspoiler hatte, beziehungsweise besser bekannt als Entenbürzel. So, ja, das war der erste, der das hatte und hatte natürlich auch seinen Zweck, muss man ganz klar sagen, natürlich im Aerodynamik und so weiter. Und hier konnte man noch ein bisschen in den Motor reinschauen. Ja, was haben wir hier für einen Motor? Also wie schon gesagt, 2,7 Liter, 6-Zylinder, Boxermotor und ja, 210 PS, 255 Newtonmeter Drehmoment. Von 0 auf 100 sprintete dieses Fahrzeug in 6,3 Sekunden mit einer Topspeed von 240 km/h. Ja, das Weiteren gab es später im Jahre 95, also 2 Jahre später, noch eine größere Variante, nämlich der 3.0.
Und der hatte dann entsprechend ein 3 Liter Sechszylinder Boxermotor verbaut. Ja, auch hier war schon der Grundgedanke Leichtbau, Leichtbau, Leichtbau. Dieses Fahrzeug hatte eigentlich nichts drin. Ja, man konnte tatsächlich auf Wunsch vieles nachrüsten. Allerdings war halt hier der Plan, das, was man heutzutage sehr oft bei den GT3 RS-Modellen sieht, wirklich rein Straßenfahrzeug für den Motorsport, also wirklich wenig Gewicht, auf alles wird verzichtet. Und deswegen hatte dieses Fahrzeug auch nur 1075 Kilogramm. Und es gab aber noch eine Sportvariante dieses Fahrzeugs, die man sich bestellen konnte. Und diese hatte sogar unter einer Tonne. Also es ging sogar noch weniger, als eh schon nicht viel drin ist. Ja, die haben dann das Lenkrad rausgeschmissen. Nein, Spaß, aber schon krass. Also sie haben nur mal knapp 100 Kilogramm rausgeworfen, obwohl so schon, ja, wie ihr seht, nicht viel Ausstattung drin ist. Heutzutage haben ja die GT3-Modelle und so eigentlich schon eine gute Ausstattung. Das hat sich ja auch ein bisschen verändert. Aber sie sind auch ein bisschen schwerer geworden, muss man sagen. Gut, auch hier schauen wir mal, was wir upgraden können. Und auch hier sehen wir eine 1. Und auch hier gehe ich mal davon aus, dass wir, oder? Nee, kein RWB. Aber, ja, so ein Rallye-Kit kann man da quasi machen. Ne? Das ist ja quasi so ein Rallye-Kit. Ich dachte schon, jetzt könnten wir hier auch eine RWB machen. Wäre auch geil gewesen mit dem alten Carrera. Aber ja, so ein altes Rallye-Kit, warum nicht? Denn damals sind sie damit ja auch Rallye gefahren. Könnten wir das aber auch für den allgemeinen Motorsport nutzen. Aber wir gucken mal, was wir einzeln so nachrüsten können. Da bin ich mal sehr gespannt. Gerade bei den alten Fahrzeugen ist das immer sehr interessant hier in Forza. Hier können wir einen 1,6 Liter rein Vierzylinder Turbo Rallye-Motor oder ein 4 Liter Sechszylinder Boxermotor nachrüsten. So, des Weiteren können wir auf Allrad oder wir können beim Serienmotor auf einen Twin Turbo nachrüsten, also auch nicht schlecht. Jetzt die Optikparts, da gibt es einige, so wie es aussieht, das haben wir gerade eben schon gesehen, beziehungsweise mit Zusatzscheinwerfer oder halt eben so, was sogar geht, ja, sieht sogar echt ganz brutal aus. Hinten können wir, ja, da so eine kleine Lippe hinten dran machen, das ist okay. Und hinten, da können wir, ja, boah, wow, das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Guck mal, der richtige Auspuff wird zugemacht, blapp. Dafür machen wir halt so zwei Endrohre hin. Aber sehr geil, muss ich sagen. Zwei können wir auch noch hier. Ja, das sind quasi die Abweiser da hinten. Rallye-Abweiser. Sehr, sehr cool. Also wir können hier so ein kleines, altes Rallye-Fahrzeug aufbauen. Denn Porsche ist auch Rallye gefahren. So, wir können Straßenreifen, Sport- und Rennreifen, genauso wie Offroad-Reifen. Und von der Reifenbreite können wir von 185 auf 225. Zwei, dann können wir von 215 auf 275 wechseln. Ja, Felgen vielleicht noch können wir auf 20 zucken. Okay, das sieht Banane aus. Da gucken wir gar nicht weiter. Aber könnten wir auch wechseln. So, hier können wir alles Mögliche wieder ändern. Hier ist auch noch interessant. Also moderne Rennbremsen sind möglich. Genauso auch Tieferlegung sollte drin sein. Jawohl, so ist es. So wie Offroad genauso. Stabis Überrollbügel ist auch drin. Genauso wie die Gewichtsreduzierung können wir dann machen und dann, na, wir schaffen es nicht ganz unter einer Tonne, aber vielleicht, wenn man dann beim Motor noch ein paar Teile einbaut, ist es vielleicht möglich. Ja, wir können hier auch alles einbauen und jetzt können wir vielleicht gucken, ob wir selber uns einen 3 Liter machen können. Ja, im Prinzip schon. Mit 2,949 kann man das mehr oder weniger auf 3 Liter aufrunden. Das passt schon. Aber auch hier könnte man auf einen 4 Liter 6-Zylinder Boxermotor manuell, wenn man so möchte, upgraden. Also sehr, sehr cool. Auch hier tuning-technisch einiges möglich. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir direkt auf die Straßen, verlieren wir gar keine Zeit und checken mal diesen alten 911 aus. Den 911 Carrera RS. Ja, der Ursprungs, wie soll man sagen, super 911 Sportler oder sowas, ja. Ihr wisst Bescheid, was ich damit meine. Ich habe es jetzt, glaube ich, mehr als deutlich erklärt für die Leute, die nicht den Carrera RS einsortieren konnten. Also ich denke, 911 GT3 kennt jeder und das ist der Urvater, wenn man so möchte. So, auch hier hören wir dann gleich mal rein. Hier haben wir jetzt natürlich keinen Turbomotor drin, das heißt, der Boxer-Sound sollte jetzt hier nochmal ein bisschen kerniger rüberkommen. Hören wir einfach mal rein. Thank you.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr authentisch, meiner Meinung nach. Natürlich kann man da jetzt immer streiten. Ja, original klingt aber besser. Ja, das ist meistens so. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ich denke, für Forza-Verhältnisse klingt es schon ganz gut. Man weiß und man hört eigentlich schon raus, was für ein Motor das ist. Und das ist ja die Hauptsache, meiner Meinung nach. Also dem her, da kann man mit auf jeden Fall leben. Ja, von den Fahreigenschaften merkt man schon, ist halt ein älterer 911er. Die haben noch ein bisschen andere Fahreigenschaften wie die moderneren. Aber macht schon Spaß. Und ich glaube auch, wenn man hier wieder mit Tuning und so weiter, kann man sich wieder austoben. Also muss ich wirklich sagen, die älteren Fahrzeuge haben einfach Tuning-Potenzial technisch einfach viel mehr Möglichkeiten. Da kann man viel mehr ausprobieren, viel mehr mitmachen. Und ja, gerade mit so alten 911-Modellen, warum nicht? Ja, also das Tuning-technisch ist da auf jeden Fall einiges drin. Gerade so ein alter RS, warum nicht? Wie gesagt, man kann ja so einen kleinen heckangetriebenen alten, eine alte Rallye-Legende, wenn man so möchte, aufbauen. Und das ist doch auch auf jeden Fall eine coole Sache. Vielleicht auf den Blizzard Mountain entführen. Ja, das ist auch nicht schlecht, würde ich mal behaupten. So. Ja, auch hier leider muss ich die Testfahrt relativ schnell wieder unterbrechen. Denn wir haben noch drei Fahrzeuge und ich möchte ja auch noch irgendwann fertig werden. Ja, als kleiner Hinweis natürlich für die ganzen Leute, die das Let's Play schon verfolgen oder auch schon die entsprechenden Reviews hier schon gesehen haben, wissen das natürlich schon, aber auch für die Leute, die vielleicht neu sind, ich erwähne es einfach nochmal an dieser Stelle. Man kann sich für das Let's Play auch Fahrzeuge wünschen, da gibt es ein extra Wunschformular und das nennt sich TWIF, sollte auch hier verlinkt sein. Und da sind diese ganzen Modelle schon eingepflegt, da kannst du dann quasi, dieses, wenn du jetzt einen Wunsch Porsche hast, dir den wünschen fürs Let's Play. Auch wenn ich sagen muss, ich als großer Porsche-Fan werde wahrscheinlich sowieso jedes Modell anpacken, wollen, müssen, tun, oder fast alle. Nicht alle unbedingt, aber fast alle. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen, oder jetzt werden wir mal ein bisschen moderner. Und zwar kommen wir jetzt zu dem neuesten Fahrzeug des Porsche Autopakets. Und zwar, wir kommen zum 2017er Porsche Panamera Turbo. Hier haben wir dieses gute Teil. Zweite Generation des Porsche Panamera, der Limousine von Porsche, der sehr sportlichen Limousine, muss man ja sagen. Denn dieses Fahrzeug ist ja nicht nur einfach Limo und, ich sag jetzt mal, sehr brutaler Geschäftswagen oder sowas, sondern es ist auch eine Sportmaschine. Das Ding funktioniert auch auf der Rennstrecke, denn von der Fahrwerkstechnik, gerade beim alten Panamera, wurden zum Teil Sachen übernommen vom 911er und so. Auch hier wurden auch Teile natürlich oder Entwicklungssachen aus dem 911er übernommen. Allerdings ist es schon eine eigene Basis, das muss man ganz klar sagen. Und hier haben wir jetzt den Turbo. Das ist noch die stärkste Variante, beziehungsweise man muss es genauer definieren. Ich mache mal, was nehmen wir für eine Farbe, das ist ja nicht unwichtig. Ja, nehmen wir mal so ein Anthrazit, warum nicht? Hier muss man aber differenzieren, der Turbo, den wir hier haben, ist der stärkste reine Verbrenner- oder Verbrennungsmotor-Variante des Panamera. Es gibt nämlich noch den Turbo SE Hybrid, also man hört schon Hybrid. Also das ist ja quasi dann Verbrenner und Elektromotor. Der ist tatsächlich die stärkste Variante. Aber vielleicht einfach die technischen Details. Wenn ich jetzt euch da groß erzähle, was stärker und schwächer ist, bringt nichts. Ihr wollt natürlich Fakten hören. Also kommen wir zu diesem Teil hier, zu dem Panamera Turbo der zweiten Generation. Hier haben wir drin einen 4 Liter V8 Biturbo mit 550 PS und 770 Newtonmeter Drehmoment. Im Vergleich zur stärksten Variante, der Turbo SE Hybrid, der hat ebenfalls ein 4 Liter V8 Biturbo drin, plus aber einen Elektromotor und kommt damit auf eine Systemleistung von 680 PS und aber 850 Newtonmeter Drehmoment. Genauso auch die Diesel-Variante, die 4S Diesel-Variante, die hat ebenfalls 580 Newtonmeter. Also es gibt quasi zwei Modelle, die mehr Drehmoment haben, aber nur ein Modell, was in der Gesamtleistung oder in Systemleistung mehr PS hat. Aber wie gesagt, von der Verbrennungsvariante ist der auf jeden Fall die, wie soll man sagen, die stärkste Variante. Und hier haben wir diesen geilen Heckflügel, bam, schön animiert, der eben, oder welches die neue Panamera-Modelllinie hat. Ja, das war dann vielleicht der Vollständigkeit halber. Wir haben Allrad-System sowie alle Panameras, außer das Standardmodell, also der ganz normale Porsche Panamera ohne irgendwas dran, hat Heckantrieb, aber sonst haben alle ja den Allrad. Wir haben 8-Gang PTK-Getriebe. PTK ist das Porsche Doppelkupplungsgetriebe, was Porsche verbaut, die nennen das ja PDK.
Topspeed haben wir 306 km/h. Er beschleunigt mit dem Sport-Chrono-Paket. Ist quasi das Sportpaket von Porsche. In 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Und das Leergewicht dieses Fahrzeugs ist knapp unter 2 Tonnen, nämlich 1995 Kilogramm. Und hier sehen wir das Ganze und es sieht schon sehr modern aus, sehr aufgeräumt. Und wer ja die älteren Panamera-Modelle kennt oder auch die neuen Elva, die neuen Modelle kennt von innen, da sieht man schon die Ansätze, dieses typische Porsche-Know-how. Aber doch sehr, finde ich schon, sehr sportlich einerseits, aber auch elegant. Natürlich die Stoppuhr in der Mitte, das zeigt auch, dass das Sport-Chrono-Paket hier auch mit dabei ist, weil das ist dann automatisch dabei, wenn man das bestellt. Ist quasi wie das M-Performance-Paket bei BMW zum Beispiel. So kann man das vergleichen. Also wer jetzt eher bei BMW sich eher auskennt, ja, dass er da Bescheid weiß, das ist das Sport-Chrono-Paket. Ansonsten die Beschleunigung von 0 auf 100 ohne das Paket wäre, glaube ich, 3,8. Also man ist, glaube ich, 0,2 Sekunden schneller. Das gibt es auch bei den neuen 911-Modellen. Wir können auch mal hinten reinsitzen. Wir haben ja einen Viertürer. Und ja, auch hier wichtige Hinweis, der Panamera ist ein Viersitzer. Ja, also wenn man quasi eine größere Familie hat und sagt, okay, ich brauche 5 Sitze, der muss dann wohl oder übel zum Cayenne zum Beispiel greifen. Mit dem Panamera wird er wohl nicht glücklich werden, denn in der Mitte ist nicht wirklich zum Sitzen Platz. Aber auch hier hat man ja Sitzheizung und so weiter, alles Mögliche mit dabei. Also Ausstattung ist gegeben bei diesem Fahrzeug. Und ich, das ist jetzt aber eine persönliche Meinung, also das auch nochmal als Hinweis, finde, es ist meiner Meinung nach die schönste und auch natürlich sportlichste Limousine, die man derzeit so kaufen kann. Also ich bin ein Riesenfan, gerade des neuen Panamera, der gefällt mir richtig gut. Hier haben wir den V8. Hier haben wir so nochmal 4 Liter V8 Turbo von dem Porsche hier mit drin. Also wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich weiß, viele Leute mögen den Panamera gar nicht, finden ihn sogar hässlich. Ich persönlich wiederum finde ihn mega, mega geil und würde ihn ja jedem anderen Fahrzeug vorziehen, wenn ich das Geld hätte. Und vor allem auch die Heckpartie finde ich sehr geil, weil die so von der Optik so hinten so ein bisschen jetzt an den neuen Elva angelehnt ist. Da war ja noch die erste Generation des Panamera, finde ich nicht so hübsch. Aber das haben sie jetzt bei dem sehr, sehr geil gelöst und auch gerade dieser Ausfahr. Bare Heckflügel, der sich sehr gut versteckt, wenn er eingefahren ist. Und eben, wenn er Ausfahrt seinen Zweck hat, finde ich auf jeden Fall sehr gut und elegant gelöst. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin da auch gleich auf die Testfahrt gespannt. Aber bevor wir das machen, gucken wir natürlich auch hier ins Tuning rein. Ja, hier können wir tatsächlich nur auf den Heckantrieb wechseln. Aber ist ja auch ein interessanter Tuning-Schritt. Dann optisch können wir wahrscheinlich nur diese Vorsaat-Dinger wieder anbringen. Jawohl, so ist es. Das ist jetzt nicht der Rede wert. Ja, kann man machen, wobei auf so einer Limo sieht es irgendwie Panne aus. So, Reifen ist natürlich ein interessantes Thema. Hier können wir auf Sport, genauso wie Rennen mit Beschriftung. Offroad ist auch möglich. Reifenbreite können wir von 275 auf 305. Hier übrigens, man sieht auch schön, wir haben serienmäßig 21 Zoll Felgen und es sieht trotzdem nicht so brutal aus. 22er würden da auch gehen. Hinten kann man auf 345er Reifen wechseln. Das ist schon echt übel. Aber der hat auch serienmäßig, wie viel hat denn der? 315, Serie, 315. Kann man mal machen. So, Felgengröße kann man nicht ändern, Felgen selber aber dann schon. Was können wir hier? Ja, die typischen Sachen. Also ich gehe da immer ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Ja, Bremsen sieht man schon, das kann man sich auch ganz gut merken bei Porsche. Wenn die Bremsklötze bei den modernen Porsche gelb sind, dann sind da Porsche Keramik. Bremsen verbaut. Ja, wenn sie rot sind, sind es die ganz normalen Rennbremsen. Wenn sie eben gelb sind, sind es eben die Keramikbremsen. Wenn sie grün sind, sind es Hybridbremsen. Ja, das kann man sich ganz einfach merken bei Porsche. Deswegen kann man auch hier keine Bremsen nachrüsten, weil ja, ich meine, was gibt es Besseres als Porsche Keramikbremsen? Gibt es eigentlich nichts Besseres. Sie quietschen zwar wie Hulle, deswegen ich würde sie selber, wenn ich die Wahl hätte, eher nicht kaufen, weil wenn die nicht warm sind, dann quietschen die ganze Zeit und beim normalen Standard rumfahren fährt man die selten warm. Deswegen ist es dann eher nervig. Aber ja, das tut ja hier nichts zur Sache. Auch hier die Stabis, hätte ich jetzt nicht zeigen müssen. Gewicht, das ist interessant. Hier können wir, 409, boah, da kann man richtig abspecken. Also da kann man nochmal richtig was rausholen aus dem Schätzelein hier. Sehr interessant. Und natürlich auch beim Motor, schätze ich mal, ist einiges rausholbar. Ja, die ganzen Sachen kann man einbauen. Auch zum Beispiel hier natürlich die Nockenwelle kann man nochmal schön höher drehen lassen. Auch der Hubraum, da können wir auf einen 4,4 Liter... Und eben der Twin-Turbo, da können wir auch nochmal richtig reinlatzen. Hier, guck mal, vom Drehmoment können wir einfach die Twin-Turbos rein. Dann haben wir auch das Drehmoment wie der S-Hybrid, SE-Hybrid oder den 4S-Diesel. Also ja, man kann da schon noch mal ein bisschen was machen, so ist es nicht. Also, wer da traurig ist, dass wir nicht die Hybrid-Variante haben, dann ist es ja okay. Man muss aber auch dazu sagen, die Hybrid-Variante ist deutlich schwerer. Der ist nochmal über 300 Kilogramm schwerer und ist auch nicht unbedingt so viel besser. Also er ist schon schneller, aber... Ja, wiegt auch deutlich mehr. Gut, wir fahren jetzt aber mal.
mit diesem Fahrzeug. Vielleicht als kleiner Side-Fact noch am Rande, die kleinen Modelle haben kein V8-Verbau, die haben einen V6-Biturbo. Ja, V6. Kein Boxer, sondern V6. So, wir fahren jetzt mal über den Gang. Wir haben 8 Gänge. Ja, gut, habe ich ja gesagt. 8 Gang PDK. Macht ja auch Sinn. Gerade Spritfahrgang halt. Ab 100 km/h fährt der Flügel aus. Ja, aber gut, dass sie es so animiert haben. Sehr schön. Ja, aber man muss auch dazu sagen, der Panamera, so neu wie er auch ist, es ist nicht das erste Spiel, welches den Panamera Turbo mit drin hat. Nämlich Assetto Corsa hatte bereits auch schon den Panamera Turbo mit drin. Und da weiß man ja, dass Porsche darauf bestanden hat, dass sie den in Assetto Corsa reinmachen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sogar auch hier Porsche gesagt hat, ja, wenn ihr das macht, dann holt auf jeden Fall den Panamera mit dazu. Und ich muss sagen, danke. Denn ich habe schon immer gesagt, der Panamera fehlt einfach. Der hat mir in Horizon 2 extrem gefehlt. Weil ich finde, gerade hier macht der Panamera mega, mega Sinn. In Horizon, in der Open World, so eine Limo macht einfach mehr Sinn. Wie zum Beispiel in einem Motorsport-Titel. Weil wir hatten ja die erste Generation des Panamera, hatten wir unter anderem ja in Forza Motorsport 4. So, jetzt aber... Oder nee, in Forza Motorsport 3 auf jeden Fall. In 4 weiß ich es gerade gar nicht mehr, aber ich glaube, da haben wir ihn auch. So, wir geben jetzt aber mal ein bisschen Gas. Viel Spaß. Ja, das klingt schon mal ganz gut, auch wenn es ein bisschen kerniger noch sein kann. Also der V8 des Panamera, der hat auch ein bisschen mehr Klang, hat er schon. Man hört natürlich auch so ein bisschen die Turbos raus, das finde ich aber auch okay. Allerdings muss man sagen, bei Porsche hört man eigentlich nur die Turbos relativ wenig raus. Sie haben es halt ein bisschen hervorgehoben, aber das kennen wir schon von Forza. Da hört man die Turbos immer ein bisschen besser raus, wie es meistens in der Serie ist. Was aber auf jeden Fall Porsche auch sehr viel Wert drauf gelegt hat bei diesen Turbo aufgeladenen Motoren, ist, dass halt kaum ein Turboloch oder sowas da ist. Und ich kann sie zumindest mal auf den ersten Meter nicht erkennen, aber das müsste dann der Langzeittest zeigen. Was auf jeden Fall sehr gut ist, ist, trotz des Allrads fährt sich das Fahrzeug sehr geschmeidig und auch des hohen Gewichts um die Kurven. Und man kann halt dazu auch erwähnen, es gibt optional beim Panamera auch eine Hinterachslenkung, also eine Allradlenkung kann man sich optional dazu bestellen, ob das jetzt hier simuliert wird. Ich wage es zu bezweifeln, aber er geht trotzdem sehr gut um die Ecken, das muss man mal ganz klar so sagen. Und ja, auf jeden Fall auch für Tuning-Potenzial, sag ich mal, macht es Lust auf mehr. Und ja, ich finde es geil, dass er drin ist. Also wie erwähnt, Panamera macht einfach sowas von Sinn in Forza Horizon. Und ja, wer weiß, für die Multiplayer-Specials, glaube ich, da hat er ja so ein bisschen seine Konkurrenz hier im Spiel und warum auch nicht. Ich finde ihn mega, mega geil. Weiß, Panamera ist eine absolute Geschmacksfrage. Viele hassen ihn oder mögen ihn nicht. Ich liebe ihn, definitiv. Und gerade hier in Horizon. Träumchen! Schon ein geiles Teil. Vielleicht auch hier nochmal als Side-Fact, es gibt jetzt ganz, ganz neu auch einen Kombi Panamera. Den finde ich furchtbar hässlich, aber es liegt eher daran dann wiederum, dass ich Kombis nicht mag. Ja, aber sehr, sehr schön. Also geil, dass er hier mit drin ist. Oh, ich würde die ganze Zeit weiterfahren, aber... Nein. Aber, ja, wir müssen weitermachen, sonst wären wir nicht mehr fertig. Wie gesagt, das Review ist eh schon so lange. Deswegen müssen wir da einfach weitermachen. Wir gehen zurück zur Automesse und kommen zum zweitletzten Fahrzeug in diesem Pack. Und wir bleiben mehr oder weniger in der Moderne. Wir bleiben oder gehen ins Jahr 2016, ein Jahr zurück. So viel kann man schon mal sagen. Und wir, ja, laden wir mal kurz. Und wir kommen zu einem, ja, richtigen Fahrzeug. Eigentlich für die Rennstrecke, muss man sagen. Nämlich den 2016er Porsche Cayman GT4. Ja, er wird betitelt zum Teil als kleiner Bruder des GT3. Und ja, ich würde sagen, man kann es mehr oder weniger durchgehen lassen. Aber vielleicht einfach, um dieses Fahrzeug einzutieren. Cayman, klar, sagt es ja schon aus. Ist natürlich ein Cayman. Allerdings, der GT4 ist die sportlichste Variante des Typ 981C, also der zweiten Generation des Cayman.
Ja, es gibt ja noch den normalen Cayman, den Cayman S und den GTS. Den GTS hatten wir übrigens zum Beispiel im Porsche-Pack von Forza Horizon 2. Der GT4 setzt dem nochmal eins oben drauf, ist auf jeden Fall die sportlichste Variante. Und ja, den holen wir uns jetzt erstmal ab. Und ja, dieses Fahrzeug hat sich tatsächlich auch viel aus dem Motorsport bedient, beziehungsweise auch bei dem großen Bruder, dem 911er. Und, oh, ich muss das Blau nehmen, ich kann nicht anders. Das ist einfach so geil. Und zwar, der Motor stammt nicht wie seine Brüder, oder wie seine Cayman-Genossen, sag ich jetzt mal, vom Cayman, der 3,6 Liter, sondern der GT4 hat sich vom Carrera S 911er beerben lassen, hat den 3,8 Liter 6-Zylinder Boxermotor geklaut. Des Weiteren hat der, oder beziehungsweise zu den Leistungsdaten des Motors nochmal vielleicht, 385 PS, 420 Newtonmeter, Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden, Topspeed 295 km/h. Das Ganze allerdings Cayman-typisch als Mittelmotor, sage ich jetzt mal, angebracht. Also wir haben nicht einen Heckmotor, wie es beim 911er ist, sondern Cayman-typisch einen Heck, ein Mittelmotor. Und das macht ihn natürlich super, super sportlich. Und man muss auch sagen, von den Fahreigenschaften, das hat man auch immer wieder gehört, ist der Cayman GT4 nicht zu verachten im Vergleich auch zu einem GT3 oder GT3 RS. Natürlich, klar, die Power fehlt dann irgendwo, aber so auf engen, kleinen Handlingstrecken ist der unter anderem sogar schneller, weil er halt einfach mit diesem Mittelmotoransatz und auch diesem, ja, Extremsportlichkeit ist halt schon extrem gegeben. Ja, und die Sportlichkeit kommt nicht nur vom 3,8 Liter 6-Zylinder Boxermotor vom Carrera S, sondern das Fahrzeug hat sich auch noch vom, ja, großen sportlichen Bruder, nämlich dem GT3, bedient. Nämlich die Vorderachse ist komplett vom 911-Baureihe GT3 sowie Teile der Hinterachse ebenfalls. Und die Renn- oder die Bremsanlage ist auch identisch zum 911 GT3. Und auch hier sehen wir die Keramikbremsen, die verbaut sind. Des Weiteren, und das ist ein interessanter Fact, und deswegen, das werden wir gleich auch mal überprüfen, ist es so, das Fahrzeug soll halt auch auf der Rennstrecke funktionieren, und deswegen hat Porsche, oder gibt es die Möglichkeit, bei diesem Fahrzeug sowohl die Spur, der Sturz, die Bodenfreiheit, als auch die Stabis einzustellen, je nach Rennstrecke, auf der man dieses Fahrzeug entführen möchte. Und das finde ich schon ja, eine sexy Sache. Ja, hier sehen wir nochmal einen kleinen Kofferraum. Davor, was ein bisschen abgedeckt ist, befindet sich der Motor. Ja, Kühlung ist natürlich hier echt ein Thema. Dafür gibt es halt dann diese Seitenkästen. Aber ja, scheint zu funktionieren. Ja, das war dann aber auch noch interessant. Es gibt aber auch noch, nicht nur, dass dieses Fahrzeug extrem sportlich ist, es gibt auch noch eine Rennvariante dieses Fahrzeugs. Und zwar den GT4 Club Sport. Und der dreht tatsächlich auch in der GT4-Klasse an. Und daher kommt auch so ein bisschen der Name. Hier sehen wir auch schön, dass das Fahrzeug ein Handschalter ist, also auch wirklich für Puristen, muss man ganz klar sagen. Es ist eine sportliche, unkompromisslose Variante des Cayman, auch schön mit Handschalter und alles, und halt das typische Cayman-Interieur, wie man es kennt, auch bei den neuen 718-Modellen. Die sehen sehr, sehr ähnlich aus zu dem hier. Sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass er mit drin ist. Der hat mir so ein bisschen gefehlt in Motorsport 6. Jetzt haben wir ihn hier in Horizon mit reinbekommen. Sehr cooles Fahrzeug, ich bin hier ein riesen Cayman-Fan und ja, den würde ich sofort nehmen, das ist klar, aber gut, ich glaube, ich würde jeden Porsche mehr oder weniger sofort nehmen. Ja, wir gucken mal im Tuning erstmal, weil mich das jetzt interessiert. Ich habe ja gerade gesagt, Spur, Sturz, Bodenfreiheit und Stabis. Bin ich gespannt, ob das standardmäßig geht. Nein, geht nicht, und das finde ich eine vertane Chance. Da finde ich, haben sie nicht genug recherchiert, weil das hätte jetzt drin sein müssen, dass wir den Radsturz sowie die Spur ändern können, weil das tatsächlich geht beim echten GT4. Genauso Stabis gehen, geht das haben sie gemacht, und Federn geht auch nicht, weil Fahrwerkshöhe geht genauso, also die Bodenfreiheit. Und das finde ich schade, also bei Stabis haben sie dran gedacht, immerhin, aber eben hier hätten sie es auch machen müssen und bei den Federn auch. Gut, man kann es nachrüsten, das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich hätte es cool gefunden als kleiner, ja, dass also, ja, da, weil es halt wirklich so möglich ist, hätte ich ja cool gefunden. So, motortechnisch können wir, oh, das ist halt geil, wir können halt auch auf den 4-Liter Boxer 6-Zylinder nachrüsten. Das ist halt natürlich schon sehr, sehr geil, muss man einfach mal ganz klar so sagen. Das ist natürlich cool. Also wir können uns, er hat sich beim Carrera S bedient, wir können uns direkt beim GT3 bedienen. Also das ist schon sehr geil. Oh, da schwanen wir schon wieder geile Tuning-Ideen. Genauso können wir aber auch ein Twin-Turbo oder ein Kompressor draufklatschen. Also wir können das Ding richtig übel noch
hochbocken. Des Weiteren können wir hier nochmal zusätzliche Aerodynamikteile anbauen. Ja, würde auch gehen, rein optisch, würde ich jetzt mal sagen, aber ja, muss man ja nicht unbedingt machen. Dann Reifen, auch wieder ein interessantes Thema, hier können wir Rennreifen oder mit Beschriftung oder Offroad-Reifen dran machen, standardmäßig sind so Sportreifen drauf. Wir können vorne von 245 mm auf 265 wechseln und auf der Hinterachse von serienmäßigen 295 auf 305. Genauso auf Felgen können wir von 20 Zoll auf 21 Zoll machen, ja, ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ja, hier die ganz normalen Teile, die einbaubar sind und des Weiteren, ja, hier können wir nicht viel machen, wir können das Ding aber nochmal knalle tief legen, schon übel, oder halt hochlegen, geht natürlich auch, wie ein Bus, wir können auch einen Überrollkäfig reinbauen, wenn man es denn möchte, oder es ist auch geil, diese Querverstrebung, da hat man tatsächlich quasi keinen kompletten Käfig, sondern nur hinten diese Sachen drin, quasi, man könnte sich so seinen eigenen GT4 RS machen. Oh, ich habe schon Ideen, tuningtechnisch. Das ist geil. Lustigerweise ist, wenn ich den einbaue, dann sehe ich das gar nicht, ne? Ah doch, jetzt da vorne sieht man es, dass dann... Oder nee, da kommt gar kein... Hä, das ist aber unlogisch. Ich glaube, da haben sie einen Fehler drin, oder? Weil wenn ich den Bügel, also einen kompletten Käfig einbaue, dann sieht man gar nichts. Und wenn ich den einbaue, dann ist er drin. Okay, das ist ein Fehler. Ah, und hier sehen wir auch, die Verstrebung ist doch vorne auch. Schade. Ich hätte es cool gefunden, wenn es nur hinten wäre. So sah es nämlich erst aus. Nee, wir haben auch vorne das Ding. Aber das ist ein Fehler. Also normal müsste das anders herum sein. Vielleicht wird es noch nachgepatcht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, Gewicht 1,3 Tonnen können wir abspecken auf 1,1. Das ist halt schon übel. Also da kann man schon eine richtig böse Rennmaschine draus machen. Da müssen wir nicht drüber reden. Auch beim Motor, beim Serienmotor kann man einiges rauskitzeln. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, sehr cool. Aber auch hier würde ich sagen, gehen wir auf die Straße. Genug gesabbelt. Wir wollen den GT4 Cayman entfesseln und mal gucken, was da so geht. Ja, wer sich für die Rennvariante dieses Fahrzeugs interessiert, vielmehr, da kann ich auch einfach nochmal den Querverweis auf Assetto Corsa machen, denn da gibt es tatsächlich den GT4 Club Sport. Und der GT4 Club Sport unterscheidet sich gar nicht so sehr von diesem hier, weil das GT4-Reglement sagt ja auch voraus, dass man gar nicht so viel ändern darf. Dort sind einfach nur ein Überrollkäfig drin und Rennreifen, Slicks und so weiter. Aber sonst sind die sehr, sehr, sehr nah. Ja, wir hören mal rein in den 3,8 Liter Sechszylinder-Boxermotor des Carrera S bzw. des Porsche GT4, Cayman GT4. Ja, auch hier muss man sagen, klangtechnisch finde ich schon, es klingt so ein bisschen, ich sage jetzt mal 911-like, klingt schon ein bisschen, man hört es raus, auch wieder, muss man auch hier an der Stelle sagen, natürlich für Forza-Verhältnisse. Ja, das Original ist es nicht, aber klingt doch schon authentisch, man hört es schon raus, den Boxer. Und auf was ich mich jetzt gleich freue, ist mal das Ding jetzt hier durch ein paar Kurven zu jagen. Machen wir mal da vorne rum. Weil ich mir doch schon vorstellen kann, dass das Fahrzeug fahrdynamisch schon echt gut ist. Ich hoffe mal, sie haben das auch gut umgesetzt. Also es ist schon ein geiles Fahrzeug, müssen wir nicht drüber. Der GT4 ist schon ein Killer. Und ja, gehört eigentlich auf enge, kleine Handlingstrecken gefahren. Aber warum auch nicht über die Landstraße prügeln? Und ist einfach auch ein echter Hingucker, also wenn man so ein GT4 mal auf den echten Straßen sieht, was ja auch mal vorkommen kann, ja, fällt schon auf, auch gerade die Front vorne, so extrem sportlich und aggressiv. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Fahrzeug und ja, ich finde, muss ich definitiv nicht vor den neuen 911-Modellen verstecken, vor allem nicht der GT4. Der steckt so manch ein 911er in die Tasche. Gerade auch, was ja, Kurvenspeed und so weiter angeht, durch den Mittelmotor. Ah, der fährt sich schon ganz gut. Ich kann noch viel schneller durch die Kurven prügeln.
Was ein geiles Teil. Nice. Ja, sehr schön. Aber es war, ich muss auch sagen, es ist eigentlich schon so, es musste reinkommen, ja. Aber ja, zum Fazit kommen wir gleich. Ja, zum Fazit kommen wir gleich. Wir haben noch ein Fahrzeug. So. Und ich würde sagen, ja, wir gehen auch zum letzten Fahrzeug. Sonst wird das alles viel zu lange. Wir gehen zurück zum Festivalgelände. Und ja, dann kommen wir last but not least zu dem, was eigentlich ist. Also wenn man die ganze, wenn man den Weg, den wir jetzt gegangen sind, so abläuft, können wir ja eigentlich nur noch auf ein Modell am Schluss endlich kommen. Ja, nachdem wir den Carrera RS hatten, den alten, jetzt der GT4, der sich dem GT3 bedient hat und so weiter, kann ja jetzt eigentlich nur noch ein 911 GT3 kommen. Oder vielmehr besser gesagt, die aktuell sportlichste Variante des GT3, nämlich den Porsche 911 991 Baureihe GT3 RS. Der aktuell sportlichste GT3. Mittlerweile muss man ja aber auch sagen, ist hier auch schon der 991.2, also die Facelift-Variante dieser Modellreihe erschienen. Allerdings noch nicht die RS-Variante. Deswegen, RS-Variantentechnisch ist das hier noch das aktuellste Modell und finde ich immer noch das brachialste Modell. Ja, wir holen uns den mal ab. Den gibt's ja in auch sehr geilen Farben. Hier wie das Lava Orange zum anderen. Oder halt auch dieses, ich weiß gar nicht, wie das Lila nochmal heißt. Ja, das hat auch so einen Namen gehabt. Ich wusste es mal, ich hab's wieder vergessen. Egal, mir gibt's noch dieses Silber oder ein Weiß. Oh, ich finde beides geil. Aber Lila hatten wir schon, deswegen nehmen wir jetzt mal das Orange. Und ja, den wählen wir auf jeden Fall aus. Ja, gut. Also was gibt's zu sagen zum GT3? Ich denke, GT3 habe ich jetzt schon erklärt in diesem Review, wer jetzt direkt zu diesem Fahrzeug gesprungen ist über den Timecode, ja, der guckt vielleicht mal beim Carrera RS vorbei. Da habe ich nämlich die ganze GT3-Sache erklärt. Man kann aber auf jeden Fall schon mal sagen, der RS, was für Rennsport steht, ist natürlich die brachialste, bis zu Ende gedachte Variante des normalen 911 GT3. Und ja, man sieht es eigentlich auch schon. Das Ding ist einfach mega, mega böse von der ganzen Optik her. Also da, ja, müssen wir nicht drüber reden. Das ist einfach eine üble, üble Kiste. Und ja, auch hier diese, ich habe es ja immer schön als High-Kiemen bezeichnet, ist natürlich eine Rathausentlüftung. Die hat nicht nur eine optischen, also sieht nicht nur optisch geil aus, sondern hat auch ihren Zweck. Das dient natürlich dazu da, dass halt hier im Radkasten die Luft entweicht. Das dient einerseits zur Bremskühlung, andererseits aber auch erzeugt es zusätzlichen Abtrieb auf der Vorderachse, wird auch bei den Motorsportmodellen, wie zum Beispiel beim 911 GT3R, also das GT3-Rennfahrzeug, verwendet, um eben halt vorne auch Downforce zu generieren. Denn wenn der Motor halt auf der Hinterachse ist, plus dieser Mega-Heckflügel, der natürlich auch entsprechend Downforce generiert, ist natürlich klar, dass vorne natürlich auch vielleicht ein bisschen Anpressdruck, da reicht vielleicht dieser Splitter da vorne nicht ganz aus. Ja, zum Heckflügel, da ich ihn gerade schon erwähnt habe, der ist serienmäßig in 3 Stufen verstellbar. Also da kann man auch ein bisschen was machen, wenn man es möchte, wenn man den sich jetzt kauft, ja, dann könnte man da was machen. Aber vielleicht mal zu den Leistungsdaten. Also wir haben hier natürlich GT3 typisch einen 6-Zylinder-Sauger. Boxermotor, also auch keine Turboaufladung. Auch die Facelift-Variante der 991.2 GT3 ist ja untypisch zur 991.2 Reihe. Auch Sauger, ne? Also, dass ihr Bescheid wisst, aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Ja, wir haben hier einen 4-Liter-Motor drin, der 500 PS leistet mit 460 Newtonmeter Drehmoment. Also das kommt hin. Also der 4-Liter, den wir jetzt bei den ganzen anderen Modellen einbauen konnten, müsste der Motor von diesem Fahrzeug sein. Weil ist 4 Liter, 500 PS, 460 Newtonmeter, müsste eigentlich hinkommen. Ja, der Unterschied vielleicht zum normalen GT3, der normale GT3 991 hat einen 3,8 Liter mit 475 PS und 440 Newtonmeter. Das heißt, wir haben hier einen Leistungszuwachs von 25 PS und 20 Newtonmeter, genauso auch einen Hubraumzuwachs von 0,2 Liter. Unterschied zum Beispiel ist aber noch die maximale Drehzahl. Während der normale GT3 bis 9000 Umdrehungen pro Minute drehen kann, kann der GT3 RS nur, in Anführungsstriche, auf 8800 Umdrehungen pro Minute drehen. Ganz anders muss man ja tatsächlich sagen beim neuen 911 GT3, also bei der 991.2 Variante, der Facelift-Variante, die ich gerade eben angesprochen habe, die hat schon serienmäßig einen 4-Liter-Motor, ebenfalls mit 500 PS, kann aber allerdings bis 9000 Umdrehungen
drehen, also nochmal ein bisschen mehr. Ist nochmal die überarbeitete Variante, wenn man so möchte, von dem hier. Ja, das war den, was soll man dazu sagen? Das Fahrzeug hatte oder hat ein 7-Gang PTK, also Porsche Doppelkupplungsgetriebe, was ja den einen oder anderen Puristen so ein bisschen sauer aufgestoßen hat, weil viele sagen halt, hey, wenn ich einen GT3 habe, ja, dann möchte ich auch einen Handschalter haben, weil das einfach für mich dazugehört. Klar, es ist nicht unbedingt schnell, aber wir wollen gerne einen Handschalter haben. Diese Kritik hat sich Porsche tatsächlich ja angenommen und hat ebenfalls im Facelift GT3 die Option gestellt, ob man einen PTK nimmt oder einen Handschalter. Finde ich sehr löblich, dass sie jetzt beide Varianten angeboten haben. Bei dem hier ging es nicht. Hier ging es tatsächlich bei Porsche auch so die Aussage nur um die reine Performance. Und da ist natürlich ein Doppelkupplungsgetriebe einfach effizienter. Des Weiteren vielleicht Details von der Änderung zum GT3, zum GT3 RS. Wir sind 40 Kilogramm leichter, damit kommen wir auf ein Leergewicht von 1420 Kilogramm. Beschleunigen tut das Fahrzeug in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 mit einer Topspeed von 310 km/h. Und das finde ich ein beachtlicher Wert auf jeden Fall für so einen reinen Sauger, heckangetriebenen 911er. Also kann man schon mal so stehen lassen. Ja, das alles in der Summe, diese ganze krasse Motorsport-Tauglichkeit mündet am Schluss in einer Nordschleifenrundenzeit von einer 7 Minuten 20. Das ist schon sehr übel für gerade mal in Anführungsstrichen nur 500 PS. Ja, schon echt nicht schlecht. Ja, des Weiteren vielleicht der Vollständigkeit halber kann man auch noch dazu sagen, der GT3 RS hier ist nicht der erste 4 Liter 6-Zylinder-Boxermotor, sondern der GT3 RS 4.0 der 997-Baureihe, den wir ja auch im Forsaton, im ersten Forsaton gewinnen können, hatte ebenfalls schon einen 4-Liter 6-Zylinder-Boxermotor mit 500 PS, das ist gleich geblieben. Allerdings konnte der nur 8500 Umdrehungen hochdrehen, während der, wie schon gerade angesprochen, 8800 kann. So, jetzt aber genug gesabbelt. Jetzt wollen wir sehen, was möglich ist. Wir können auf ein Allrad umbauen. Wir könnten auf einen Twin-Turbo nachrüsten. Also wir könnten quasi unseren eigenen GT2 machen, wenn man so möchte, mit dem Twin-Turbo. Wir könnten vorne nochmal zusätzlichen Flügel dran klacken, wenn man das möchte. Heckflügel kann man nicht. Ist aber auch, denke ich, okay. Reifen könnten wir noch mit Beschriftung machen oder Offroad. Wir könnten die Reifenbreite vorne von 265 mm auf 285 und in der Heckpartie von serienmäßig 325. Das finde ich so krass, 325er Schlappen serienmäßig bei so einem 911er GT3 RS auf 345 erweitern. Genauso können wir die serienmäßig 20 Zoll auf 21 Zoll erhöhen. Und es würde optisch sogar echt geil aussehen, muss ich ganz klar sagen. Ja, sehr schön. Hier können wir ja die Standardsachen ändern. Und wir könnten, ja, bremsen war klar, man sieht es wieder, gelbe Bremsklötze, na, wisst ihr Bescheid. Wir könnten Offroad machen, sonst kann man nichts machen. Wir könnten noch zusätzlichen Überrollkäfig mit reinklatschen. Gewichtsreduzierung, auch interessantes Thema. Hier könnten wir tatsächlich nochmal ein bisschen Gewicht sparen, also auch hier nochmal einiges möglich. Und am Motor selber können wir auch ein bisschen was machen, wie zum Beispiel Auspuffanlage oder Nockenwelle. Hier können wir dann das Fahrzeug selber auf die über 9000 Umdrehungen pro Minute hochdrehen. Leider Hubraum geht nicht. Also Hubraum mit 4 Liter sagen sie, nö, da ist das Maximum erreicht. Und ja, das, was wir hier upgraden können, ist ja quasi auch gleichbedeutend mit dem Upgrade-Motor, den wir ja dann schon gesehen haben. Gut, ich würde sagen, wir gehen auf die Straßen. Das finale Fahrzeug in diesem Review. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze hier so, wie das so klingt und wie sich so fährt. Bin gespannt. Ja, leider habe ich jetzt keine Nachricht, das muss man an der Stelle mal so zwischensetzen, vom Scheunenfund mitgekriegt. Normalerweise müsste man noch einen Scheunenfund kriegen, aber naja, das muss ich dann vielleicht nachliefern im Let's Play. Ich könnte jetzt spoilern, was der Scheunenfund ist, aber ich mache es jetzt nicht. Ich weiß es. Und, aber ich sage es jetzt mal nicht. Wie gesagt, das werde ich dann im Let's Play nachholen. Wahrscheinlich müssen, weil ich habe keine Nachricht zum Scheunenfund bekommen. Also wird auch, glaube ich, keiner angezeigt irgendwo. Ups. Ja, ist auch egal, wir bleiben jetzt bei dem Fahrzeug und hören wir mal rein in den Sound.
der klingt schon echt geil. Also muss ich sagen, also den haben sie schon vom Sound sehr gut und sehr authentisch hinbekommen. Das gefällt mir richtig gut. Und lustigerweise kann man den ein bisschen überdrehen und quasi serienmäßig ja schon auf über 9000 Umdrehungen pro Minute kriegen. Wir können mal gucken in der Telemetrie. Links über der Ganganzeige sieht man Umdrehungen. Ja, da können wir auf über 9000 drehen. Also normalerweise geht es nicht. Wie gesagt, er hat normalerweise 8800, dann ist der Drehzahlbegrenzer eigentlich drin. Aber ja, bei Forza kann man ja immer die Motoren ein bisschen überdrehen. So, jetzt gucken wir mal von den Fahreigenschaften her. Das dürfte hier richtig böse abgehen. Wir haben ja einen Leistungsindex, da können wir kurz reingucken, von 929. Das ist so übel. Also das Ding ist, ja, krasser eingestuft, deutlich krasser eingestuft als ein Aventador Super Veloce. Ja, also einfach nur mal, um das sich vorzustellen. Das ist schon übel, aber das zeigt halt einfach mal auch, wie übel dieses Fahrzeug ist. Na gut, klar, ich meine, Playground Games oder Turn 10 können natürlich an den Einstellungen schrauben, wie sie lustig sind. Aber trotzdem, der 911 GT3 RS ist für, ich sag mal, für 500 PS Sauger, ist auch wirklich eine krasse Nummer. Also das muss man schon sagen, was Porsche, was die Porsche-Ingenieure da immerhin leisten, ist krass. Und wie gesagt, ich habe jetzt mehrmals auch die Facelift-Variante des GT3 schon erwähnt. Was sie dort auch nochmal rausgekitzelt haben, ist schon echt sehr übel. Und ich bin echt mal gespannt auf die Facelift GT3 RS Variante, also der wirklich direkte Nachfolger von dem hier. Also ich glaube, der wird nochmal dann alles wegkicken. Ey, der fährt sich um die Kurve so krank gut. Also dass der Motor hier wirklich auf der Hinterachse liegt und dass wir so einen fetten Heckflügel haben, das merkt man gar nicht. Das Ding geht ja um die Uhr. Kurven wie... Boah! Nice. Also wirklich nice. Okay, das macht richtig Laune, den zu fahren. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ja, ist ein geiles Fahrzeug. Müssen wir nicht drüber reden. Gehört zu einem meiner Lieblings-Porsche. Müssen wir nicht drüber reden. Auch wenn ich sagen muss, die Facelift-Variante gefällt mir tatsächlich mittlerweile ein bisschen besser als der hier. Aber schon sehr, sehr geil. Nice. Muss ich wirklich sagen. Nice, 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 nice. Aber ich würde sagen, kommen wir mal zum Fazit, dass wir auch mal irgendwann noch fertig werden heute. Zum Porsche Car Pack. Ja, eingangs erwähnt, es ist kein Expansion Pack geworden, wie viele gedacht haben. Ich habe es aber schon vermutet und einige von euch, das weiß ich, ihr aus der Community, haben auch vermutet, dass eher ein Car Pack wird und macht auch Sinn. Ich denke, nochmal ein Porsche Expansion wäre in der Community nicht wirklich gut angekommen. Selbst das Carpack ist unter anderem nicht so gut angekommen, da es auch natürlich nicht im Autopass enthalten ist und wieder extra Geld kostet. Allerdings, ja, es lässt sich natürlich Turn 10 oder Microsoft oder Playground Games natürlich ja nicht entgehen, nochmal extra Geld für Porsche zu verlangen, weil sie wissen, es gibt einfach viele Fans, die Porsche haben möchten. Ja, ist ein Carpack geworden. In dem Carpack haben sie sich auf jeden Fall auf Modelle zum größten Teil konzentriert, die neu sind, also 5 komplett neue Modelle in Forza. Franchise, aber ich muss sagen, ihr merkt, ich bin jetzt nicht so mega hyped. Also klar, Porsche geil, ich bin Porsche-Fan und es war auch klar, dass es kommt. Ich denke, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum ich nicht so mega gerade aktuell hyped bin. Also ich werde noch hyped sein in den Let's Play-Folgen, vor allem, wenn ich dann selber Hand anlege an die Autos, das ist klar, aber ich finde die Modelle, auch die neuen Modelle, bis jetzt vielleicht auf der Panamera, der hat mich so ein bisschen überrascht, aber ansonsten ist jetzt kein Modell dabei, wo ich gesagt hätte, ja, okay, geil, dass er jetzt drin ist oder so, weil für mich war das jetzt eigentlich, oder Pflicht, besser gesagt, dass sie drin sind. Weil ich finde, hätten sie jetzt wieder diese ganzen alten Modelle, die wir jetzt schon seit Horizon 2 bekommen, ja, weil Horizon 6 war ja, Horizon 6, genau, Motorsport 6 war auch nichts anderes als ein Aufguss des Ganzen. Ja, war für mich eigentlich klar, sie müssen die neueren Modelle, wie jetzt eben hier der GT3 RS oder den GT4 oder sowas mit reinbringen. Das war für mich eigentlich klar. Was ganz cool ist, ist der RWB Porsche natürlich, oder das RWB Kit. Ich könnte mir vorstellen, dass der 911 Turbo 3.3, den wir ja beim letzten Forzaton in diesem Monat bekommen werden, dass der vielleicht auch ein RWB noch spendiert bekommt. Ist ja auch ein alter Porsche. Dem her würde das da vielleicht auch passen. Ja, also ich denke mal, für Porsche-Liebhaber ist das Pack natürlich ein Pflichtkauf für 7 Euro. Ist, denke ich, vollkommen okay. Ist jetzt trotzdem aber kein Pack, was mich umhaut. Umhauen hätte mich tatsächlich dieses Pack, wenn sie jetzt zum Beispiel den neuen Panamera Kombi reingebracht hätten, auch wenn ich den nicht hübsch finde. Aber wäre halt ein neues Modell oder halt eben jetzt direkt schon den neuen
911 GT3, den 991.2, den ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe. Wenn sie den reingebracht hätten, das wäre so ein What the fuck, warum, der ist jetzt schon drin. Das wäre so ein wirklich so ein Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, geil. Das hätte mich wirklich aus den Socken gehauen, weil es halt einfach ein komplett neues Modell gewesen wäre. So sind das alles Modelle, die wir halt in anderen Rennspielen, muss man ja leider so sagen, schon mal gesehen haben. Ja, den Panamera haben wir schon in Assetto Corsa gesehen, den GT3 RS, den wir jetzt gerade fahren, oder den Porsche GT4 haben wir ebenfalls in Assetto Corsa oder aber sogar in einem Need for Speed schon gesehen. Also es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, okay, ist jetzt krass, dass sie den reingebracht haben. Das war für mich eigentlich schon Pflicht. Das wäre nur alles andere als eine mega Enttäuschung gewesen, wenn die nicht drin gewesen wären. Muss man einfach so sagen. Deswegen sage ich mal zu dem Porsche Car Pack, wer Porsche mag oder sagt, hey, die gehören einfach zur Sammlung dazu, oder man ist sogar wie ich Porsche Fan, klar, es ist ein Pflichtkauf. Für alle anderen ist es, also da kann man sich jetzt dafür oder dagegen entscheiden. Ja, das muss jeder selber entscheiden. Wie gesagt, da lade ich jeden dazu ein, selber in den Kommentaren Stellung dazu zu beziehen. Was er dazu sagt, wie gesagt, ist ja alles eine eigene persönliche Meinung. Da gibt es ja kein richtig oder falsch. Ja, des Weiteren, ja, wie schon erwähnt, 4 weitere Porsche-Modellen wird es im Forzaton geben. Der erste Forzaton ist ja auch schon angekündigt hier. Irgendwo ist er doch angekündigt. Okay, er ist hier nicht angekündigt. Er war eigentlich angekündigt. Ah, hier ist er angekündigt. Und zwar, da kann man dann schon den, ja, wenn man so möchte, den Vorgänger des GT3 RS, den wir gerade schon haben, gewinnen, nämlich den 911 GT3 RS 4.0. Ja, und das ist ja der erste, den man gewinnen kann. Wie gesagt, der 918 Spider natürlich darf nicht fehlen, kann man dann als nächstes gewinnen. Allerdings gibt es den, ist ein Eintag-Event, das ist schon mal als Hinweis. Also da am 18. April, da müsst ihr euch quasi frei nehmen. Dann könnt ihr den 918 abholen. Des Weiteren der Porsche 959 gibt es noch. Und eben den 911 Turbo 3.3, den ich schon eben angesprochen habe, gibt es noch diesen Monat abzuholen. Snacken, sage ich jetzt einfach mal. Und auch hier der wichtige Hinweis, diese 4 weiteren Modelle ist für jeden, ja. Also das ist quasi, man muss dieses Porsche Carpack nicht besitzen für diese 4 Modelle. Also wer einen 918 Spider unbedingt haben will, muss nicht dieses Carpack kaufen, ja. Das als ganz wichtiger Hinweis, die bekommt jeder. Man muss halt die Forzatons machen. Das war dann, ja, ein Scheunenfund war eigentlich angekündigt. Vielleicht kommt der Scheunenfund aber auch dann erst über den Forzaton. Könnte sogar sein, weiß ich jetzt nicht, weil aktuell wird er mir nicht angezeigt. Also könnte gut sein, dass der dann doch erst über den Forzaton kommt und ist dann auch wieder für jeden gewinnbar. Von dem her sollte das dann aber trotzdem einigermaßen ganz gut passen. Gut, ich mache jetzt aber Schluss an dieser Stelle. Es ist trotzdem sehr lange geworden, dieses Review. Ich bin aber, denke ich mal, bei jedem Fahrzeug sehr gut ins Detail gegangen. Ich hoffe mal, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Wenn ihr trotzdem was ergänzen möchtet zu den einzelnen Fahrzeugen, wenn ihr sagt, hey, das ist noch ein wichtiges Detail, was man erwähnen könnte, dann kannst du dies gerne in den Kommentaren ergänzen. Ansonsten bin ich jetzt raus. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde einfach sagen an dieser Stelle, falls dir das Review gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Genauso auch, wenn du das nächste Mal beim nächsten Review wieder mit dabei bist oder halt eben auch zum Let's Play hier zu Forza Horizon 3. Ich bin raus. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wee.